Die Sonne scheint, der Sommer ist da und dementsprechend sollte man natürlich die Äuglein schützen. Das mit UV-Schutz und einer richtig schicken, stylischen Sonnenbrille, die ordentlich was aushält. Denn gerade im Sommer ist man viel draußen unterwegs. Man geht mit dem Hund, man geht spazieren, vielleicht haben Sie das Walken für sich entdeckt oder Sie sind ordentlich mit unserem Pedelec unterwegs und fahren durch bezaubernde Landschaften. Naja, zum einen ist wie gesagt der Augenschutz dort ganz, ganz wichtig. Des Weiteren ist auch eine sportliche Passform, die sich natürlich ganz hervorragend an den Kopf anlegt, wichtig. Und des Weiteren wäre es natürlich schön, wenn man jetzt nicht nur das, was man durch die Augen sieht, in Erinnerung im Kopf behält, sondern das wäre schön, wenn man es aufzeichnen könnte. Ja, und liebe Zuschauer, drei positive Eigenschaften. Lutz, können wir die irgendwie vereinen? Ja, lass mal überlegen, wie wäre es denn, wenn wir vielleicht in unsere stylische Sonnenbrille eine Kamera verbauen? Das wäre eine Idee. Technisch geht das doch alles. Ja, bei Pearl ist sowas einfach möglich. Wir sind ja hier beim richtigen Techniksender. Sie haben richtig eingeschaltet und unsere Sonnenbrille, die hat das natürlich alles. Das ist einfach sensationell, wie ich finde, weil damit kann man jetzt wirklich völlig komplett, ohne dass man die Hände belegen müsste, wunderbare Videoaufnahmen anfertigen. Und das ist natürlich ganz wichtig, nicht zuletzt beim Fahrradfahren, ganz klar, aber auch beim Autofahren zum Beispiel. Wenn man sagt, ah Mensch, Sonnenbrille brauche ich sowieso, gleich ein paar lustige Aufnahmen mit dazu machen. Geht ja alles. Das ist eben das Tolle hier dran. Und vor allen Dingen natürlich auch nicht irgendwelche Aufnahmen, sondern so qualitativ hochwertige HD-Aufnahmen. Sie sehen jetzt zum Beispiel ja hier, wie toll man das machen kann und dass das auch absolut authentisch wirkt, weil es ja auf Augenhöhe im wahrsten Sinne des Wortes ist. Das denkt man jetzt immer, ah, pff, ja, ist doch egal, ob ich da jetzt unten was auf dem Fahrradständer montiere oder mein Smartphone in der Hand halte. Das ist wirklich was komplett anderes. Solche Bilder wirken authentisch, als ob man selbst im Sattel sitzen würde, auf dem Bock sitzen würde. Und das ist eben das Schöne an unserer Sonnenbrille. Aber es ist auch einfach zu bedienen. Ist ja auch ganz wichtig immer. Da sind jetzt ganz einfach zwei Tasten drin. Die hintere ist einfach für einen aus. Die andere ist für Start, Stopp der Aufnahme. Wir sehen es jetzt hier auch nochmal. Die kann man auch absolut nicht verwechseln. Kann man auch von außen gut erfüllen. Wie gesagt, hintere, ein aus, Start, Stopp der Aufnahme. Überhaupt kein Problem. Dann, was mir auch noch ganz besonders gefällt, ist das, ja, du hast es schon angesprochen, auch dieses stylische Form. Das ist jetzt nicht nur so ein bisschen was so als Designelement gedacht, sondern wir sehen es auch jetzt bei der Vivian sehr, sehr schön. Das wölbt sich so ein bisschen rum, ist also sehr aerodynamisch und vor allen Dingen dadurch natürlich gerade bei Radfahrern extrem beliebt, weil wir da eben halt nicht diesen Fahrtwind haben, der da gerne mal sonst bei anderen Brillen von der Seite so noch reinweht, sondern das ist halt wirklich auch richtig gut abgeschottet und ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Bei mir ist es oft so, wenn ich Fahrrad fahre, vom Fahrtwind fangen mir dann die Augen an zu tränen. So wie mir. Dann sieht man gar nicht. So wie dir, du armer Hase hier. Ganz genau. Sitzt hier schon mit roten Augen. Aber du bist, glaube ich, heute nicht Fahrrad gefahren, oder? Nee, liebe Zuschauer, aber so ist das leider, wenn man sensible Äuglein hat. Und die hat nicht nur ich, die hat auch der Lutz und vielleicht auch sie. Und deshalb ist das natürlich wichtig, dass man eine Sonnenbrille hat, die diesen Rundumschutz hat, den Lutz bereits angesprochen hat. Wenn ich auf den Preis schaue. 28,41 Euro. Das ist ja wirklich eine Sensation, Lutz. Ich muss Ihnen da so ein bisschen was Privates erzählen. Ich habe den Lutz nämlich vor einer geraumen Zeit gefragt, ob ich mir eine Sonnenbrille kaufen soll. Diese Sonnenbrille hat 400 Euro gekostet im Handel. Ich wollte sie unbedingt haben. Und jede Frau... Zwei Wochen. Zwei Wochen lang hin und her. Jede Frau wird jetzt verstehen, dass wenn man was sieht, dass man das manchmal einfach haben muss. Ob das Sinn macht oder nicht Sinn, das sei jetzt mal dahingestellt. Naja, ich wollte sie unbedingt haben, liebe Zuschauer. Und dann war sie reduziert auf 240 Euro. Und ich habe wirklich die ganze Zeit hin und her überlegt, soll ich sie nehmen? Und ab und zu kommt ja im Leben sowas, wo man sagt, ja Mensch, das muss ich einfach haben. So, und dann habe ich gesagt, die bestelle ich mir, habe die bestellt. Die sieht auch hervorragend aus, aber die tut so weh am Kopf, dass ich die nicht länger als zwei Stunden tragen kann, weil die so eng geschnitten ist. Das möchte ich Ihnen hier gerne mal zeigen. Eine tolle Federung, die wir haben. Das heißt auch so ein angenehmer Tragekomfort, was mir auch immer sehr, sehr wichtig ist bei den Sonnenbrillen, dass die hier natürlich nicht zu sehr drücken, dass Sie da Schmerzen bekommen, falls Sie die Sonnenbrille jetzt mal länger über den Tag verteilt tragen sollten. Das kann hier auf gar keinen Fall passieren. Ich spreche da, wie gesagt, aus eigener Erfahrung. Und diese Sonnenbrille für 28,41 Euro sieht nicht nur schick aus, schützt Ihre Augen, sondern macht vor allem diese Wahnsinnserinnerungen jetzt zu Aufnahmen, die Sie immer wieder abspielen können. Und das nicht nur vor dem mentalen Auge, sondern auch vor der Familie. Gerade wenn man jetzt in den Urlaub fährt,
unterwegs ist, campen ist, mit dem Pedelec mal rausfährt, da möchte man sowas natürlich auch mal erwähnen und zeigen. Und da sagt man, oh, da sind wir lang gefahren, da war ein See, Mensch, das war herrlich und das war so schön. Ja, kann man sich nichts drunter vorstellen. Wenn man aber die Aufnahmen jetzt über die Sonnenbrille ganz einfach mal zeigt, liebe Zuschauer, dann hat man natürlich direkt das Gefühl, als wäre man dabei gewesen. So sieht's mal aus. Wiegt übrigens nur 42 Gramm, ist ja auch immer ganz wichtig, trägt enorm zum Tragekomfort bei. Den hast du schon angesprochen, Vivien. Aber nochmal zurück zum Thema UV-Schutz, weil manche unterschätzen das so ein bisschen, dass man irgendwie sagt, naja, kneife ich halt ein bisschen die Augen zusammen. Ich persönlich habe das auch mal gehabt, Sonnenbrille vergessen, Augen zusammengekniffen, ich hatte nach einer Stunde Kopfschmerzen. Das ist mal das eine, aber vor allen Dingen, wir müssen unsere Augen wirklich schützen. Die sind wertvoll, wir haben nämlich nur diese zwei und die wachsen auch nicht wieder nach. So, also müssen wir da jetzt aufpassen bei UV-Strahlung. Da müssen wir wirklich sehr, sehr sensibel mit sein, weil das kann das Auge nachhaltig schädigen. Und wir haben hier jetzt einen UV-400-Schutz. Und der ist jetzt wirklich gegen alles. UVA, UVB, UVC, all das wird hier abblockiert. Und das ist eben halt das Entscheidende hier, dass wir wirklich eine richtig gute Sonnenbrille haben und die zusätzlich eben halt auch noch diese Videofunktion hat, finde ich absolut essentiell. Ich zeige Ihnen noch mal ganz kurz diese Bedienelemente. Das war ja vorhin hier bei den Tasten, da waren wir ja stehen geblieben, hier unten. Da sehen wir jetzt dann auch die entsprechenden Slots. Ich gehe mal so ein bisschen hier rum, bitteschön, da sieht man eben halt jetzt einmal der Slot für die Micro-SD-Karte, ist auch schön beschriftet. Und daneben haben wir natürlich dann auch noch den USB-Anschluss, um das Ganze zu laden. Ich zeige Ihnen das auch mal von unten, so kann man sich jetzt besser, glaube ich, vorstellen, wenn man es da so sieht. Also da kommt die Speicherkarte rein, hier drauf wird gespeichert bis zu 32 GB. Und hier vorne, da laden wir dann den Akku wieder auf, so bis zu 2 Stunden auf. Aufnahme, sag ich mal, hat man da jetzt hier, also Nettoaufnahme, nicht nur, dass man sagt, ja, eine 2 Stunden Fahrradtour ist jetzt ein bisschen knapp. Man nimmt ja jetzt nicht die 2 Stunden komplett auf, sondern drückt halt zwischendrin mal drauf und sagt so, jetzt ist schön hier, dann nimmt man mal 2, 3 Minütchen auf oder 5 und dann stoppt man die Aufnahme auch wieder. Also es ist wirklich ein Traum, wie ich finde, vom Komfort her, von der Funktionalität her und natürlich nicht zuletzt auch vom Preis. PX3634 und die 569 für 28,41 €. So eine stylische, wunderbare, augenschonende und vor allem technisch innovative Sonnenbrille haben Sie doch wirklich noch nie gesehen. Jetzt gleich ran an den Hörer und da auch nicht nur an sich selbst denken. Ja, liebe Zuschauer, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht, aber gerne auch mal an den Partner, da gleich eine mitbestellen, damit Sie gemeinsam diesen Spaß haben und einfach hervorragende Aufnahmen machen, die Sie, wie gesagt, nicht nur in Erinnerung halten, sondern sich auch jederzeit gerne mit Freunden anschauen und ansehen können. Und das natürlich im Urlaub ist jetzt wirklich ein Riesen-Highlight. Deshalb gleich rein in die Leitung und bestellen. Wir wünschen viel Spaß und gute Fahrt.